Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hof Bergmann, die dritte Folge heute bereits für den Bergmann Freitag. Guten Tag. So, wir haben ja heute Mittag, aber richtig aus dem vollen Geschäft. Wir haben alles verkauft, was Annaburger, wo irgendwo Annaburger draufsteht, haben wir alles verballert, weg damit, braucht kein Mensch. Wir haben uns einen Kipper gekauft, einen Farmtech, glaube ich, war das. Wir haben uns, das würde ich fast so sagen, back to the roots, kann man glaube ich schon sagen. IT-Runner, immer noch geil, Hakenlift feiere ich mega und werde mir auch vielleicht, möchte ich nicht spoilern, aber könnte sein, dass wir uns da vielleicht auch noch einen LKW von kaufen. So ähnlich, sage ich jetzt einfach mal, wie wir gehabt hatten auf der Gönnstedt. So ähnlich. Muss jetzt aber nicht genau sein. Eine Spur kleiner vielleicht, weil Gönnstedt war halt schon XXL. Also XXL ist jetzt auch übertrieben, aber war groß, weißt du? So. Okay. Mähen müssen wir jetzt nicht. Der ist jetzt fleißig bei, das freut mich. Das funktioniert wunderbar, ne? Das ist, da bin ich echt überrascht. So. Wir müssten eigentlich jetzt nochmal eine Fuhre... Komm, wir gehen jetzt ganz kurz eine Fuhre Stroh holen. Ich wollte eigentlich in die Kaltmine fahren heute, ne? Aber ich glaube wirklich, dass... Nee, also das kann ich heute nicht... das wird halt nichts mehr. Kann ich nicht auch vorne rumfahren? Müsste ich ja nicht auch können, ne? Nee, der Plan ist tatsächlich jetzt... Ich möchte das Feld 1, das wir haben... möchte ich das Stroh wegpacken. Das würde ich gerne machen. Ja. Vielleicht habt ihr die heutige Mittagsfolge nicht komplett geguckt. Ich habe noch ganz zum Schluss das Feld 14 gekauft. Da sind Kartoffeln drauf. Und wir wollten ja Kartoffeln für unsere Schweinefutterproduktion haben. Deswegen habe ich das Feld 14 gekauft, weil, ne, muss ich nicht groß warten. Kann ich gleich kaufen, ernten, Spaß haben. Läuft. Weißt du? Deswegen ist das Feld 4 dazu gekommen. Wir haben ja sowieso gesagt, dass uns ziemlich alle Felder gehören sollen. Also was heißt sollen? Das war so unser kleines Ziel. Ihr wisst aber ganz genau, dass ich nicht jetzt explizit auf dieses Spiel hinarbeite, sondern dass ich einfach so vor mich hin spiele, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn ein Feld zum Kaufen ist, dann ist es zu kaufen. Und wenn Geld da ist, dann ist Geld da. So, fertig, Punkt, Feierabend. Aber ich glaube mit dem IT-Runner, weil da gibt es auch, glaube ich, da gibt es auch ein Fass, ne? So ein Mitnehmen-Fass, das hier. 50.000 Liter, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist mobiler Tank, Lagercontainer. Das ist schon geil. Das ist schon richtig cool. Was hat, ich habe doch so einen, oder? Ja, 30.000 also nur. Ja, guck. Guck an. Das heißt, sowas können wir uns eigentlich auch mal gönnen. Und vielleicht so als mobiler Wassertank? Ich weiß nicht. Wir werden bestimmt eine Verwendung finden. Momentan ist es aber so, wir müssen noch sparen. Ja, weil... Das Kartoffel-Equipment ist sehr, sehr teuer. Also das ist wirklich teuer. Das war, glaube ich, bei den Rüben billiger, bin ich der Meinung. Aber bei den Kartoffeln, das kostet, glaube ich, 120.000 so mit dem Frontdingens und hinten Anhänger und so. Boah, das ist schon einiges, ne? Das ist schon einiges auf alle Fälle. Aber ja, mein Gott, weißt du, ich bin da wirklich schon mal stolz, muss ich wirklich sagen, stolz. Dass wir noch nicht viel Kredit aufgenommen haben. Also wie die Prämisse, Kredit aufzunehmen, die habe ich ja immer noch. Die ist ja nicht verfallen, weil guck mal hier, fast nichts. Also wirklich fast nichts haben wir. Könnte ich jetzt zurückzahlen, wir werden schuldenfrei. Könnte ich jetzt machen, aber wofür? Bringt ja nichts. Deswegen bin ich der Meinung, vielleicht taucht man hier nochmal. Vielleicht nimmt man sich noch ein paar Tausend von der Bank und dann wird einfach das Kartoffel-Equipment gekauft. Und dann, glaube ich, haben wir erstmal investiert für ein paar weitere Folgen. Ja, glaube ich, so kann man es am besten beschreiben. Weil wir haben die Sache mit dem Annaburger haben wir schon geändert. IT-Runner ist da. Wir haben, ja, das Einzige, was es theoretisch noch fehlen würde, ist ein neuer Drescher. Wobei, da haben wir gesagt, Slowdown. Wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Aber jetzt explizit zu sagen, ich brauche jetzt unbedingt den Drescher in Folge 130, das wäre Quatsch. Ne? Das wäre kompletter Quatsch. Wir haben Drescher, der gut funktioniert. Ich habe gesagt, wenn Geld da ist, dann wird der Drescher gekauft. Ja, so werden wir das machen. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch einen Traktor weniger, weil es sind immer noch vier, ne? Johnny, Deutz, Fendt, was haben wir noch? Und der Lindner für die Apfelplantage. Und ich glaube, der Lindner hat sich auf alle Fälle schon ausgesetzt. Also mit den Äpfeln haben wir schon ganz gutes Geld verdient, muss man sagen. Und ja,
Das passt. Also finanziell, glaube ich, plus minus ist auf alle Fälle ein großes schwarzes Plus davor. Helfer F hat einen vollen Kontakt. Da können wir gleich mal hingucken. Ich wollte jetzt gerade noch den Anhänger voll ballern und dann mal ganz kurz zum Komposter rüberfahren. Weil dann müssen wir, glaube ich, noch einmal hier hinfahren. Maximal zweimal. Dann ist das Feld hier schon wieder bereit für das neue Bestellen. Ne? Muss ja auch immer, ist ja auch immer so ein Rad, was ich weiter drehen sollte. Was ich weiter drehen muss natürlich. Damit neue Früchte abgeerntet werden können und so weiter und so fort. Durch das Vorspulen, das wir heute gemacht haben, ne? Können wir auch mal gucken, wie es mit den weiteren Sachen aussieht zum Thema Düngen, ne? Wie es unseren Feldern geht und so weiter und so fort. Da müssen wir auf alle Fälle mal schauen. So, ich muss jetzt ganz kurz, glaube ich, AFK gehen. Ja, ich bin in einer Minute wieder für euch da. Eine Minute. Ich lasse euch da ganz kurz ein Radio laufen. Was muss ich jetzt ganz kurz machen? Ich bin sofort wieder da. So, Verzeihung, das ist normal nicht meine Art, das wisst ihr, aber war mir nicht ganz sicher, ob der Blitz eingeschlagen hat bei mir im Haus. Naja, so, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, Werner, was machst du da schon wieder? Was wir machen, was, hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin, Helfer abschalten und gucken, wo ist unser, wow, genau gegenüber, ist ja ganz klar, weißt du. Ich habe einfach so viel Glück. So. Mir gefällt das Gespann. Muss ich echt so sagen. Vielleicht könnte der Anhänger noch ein Ticken größer, aber wirklich nur ein Ticken größer. Aber das ist okay. Also der hat 32.000, glaube ich, 32.000 Liter Füllvolumen. Das ist vollkommen okay. Wirklich. Also das passt. Hier liegt ein bisschen Saatgut rum, glaube ich. Wer hat denn das hier verloren? Verstehe ich gar nicht. Was Saatgut verlieren kann hier, also. So, weißt du, und du fährst einfach drüber. So. Weißt du? Und dann passt das auch und da rutscht nichts, da macht nichts, das passt einfach. Das sind die einfachen Dinge im Leben, die einem Spaß machen. Kein Millimeter bewegt er sich. Keinen Millimeter. Gut, wir warten hier kurz einen kleinen Momentchen nicht. Und dann werden wir mal ganz fix gleich weiterarbeiten. Weil das ist auch wichtig. Ich habe gesehen in den letzten Folgen, die vergangene, also diese Woche, wenn du nicht unmittelbar jetzt in kurzer Zeit zum Drescher hüpfst und den leer machst, sag ich jetzt einfach mal, dann verlierst du einfach so viel Zeit, während der schon wieder arbeiten könnte. Mir ist gerade was eingefallen, ich bin eigentlich ein kompletter Vollidiot. Warum? Moment, das mache ich jetzt ganz fix selber. Warum? Wow, Werner, du spielst eigentlich schon sehr lange LS. Warum ist... Nee, Moment. Das möchte ich euch jetzt ganz kurz zeigen, was ich jetzt vorhabe. Das wäre eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung, warum ich das nicht gleich gemacht habe, weiß ich nicht. Ich fahre jetzt bis zum Ende der Bahn. Werde ihn dann einstellen, dass er mir nicht gegen den Uhrzeigersinn fährt, sondern dass die aktive Seite die linke Seite ist und dass er mir im Uhrzeigersinn fährt. Weil, dann muss ich ihn nicht jedes Mal hier wegfahren, sondern kann einfach mit dem Traktor neben hinfahren und läuft. Wow, Werner. Dafür müsste ich eigentlich eine Schelle kassieren. Also, dass mir sowas nicht gleich eingefallen ist, weißt du? Die einfachen Sachen sind es halt. Kann ich den derweil umstellen? Ja. Aktive Seite links. So. Er ist alles umgestellt. Mehr ist es nicht. Die Kreisfahrt ist schon vorher eingestellt. Er ist ja im Kreis gefahren. Was mir halt an dem Helfer wunderbar gefällt. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Es bleibt nichts stehen. Gar nichts. Und das schaffe ich halt mit CP. Schaffst du das halt aber nicht. Bei CP wird mehr oder weniger immer was stehen bleibt. Du kannst ihn zwar auf den Radius reduzieren, also dass du die Arbeitsbreite reduzierst, das ist zwar möglich, aber nicht zielführend. Weil dann macht er weniger in der Länge, weißt du? So.
Jetzt fängt er hier einfach wieder an. Und jetzt kann ich immer an der linken Seite abladen. Mein Gott. Ich hoffe, da vorne kommt er vorbei. Da könnte es ein bisschen eng werden. Ach, das passt schon. So, ich wollte eigentlich jetzt noch mit dem Johnny weitermachen, damit wir das zumindest von unserer Liste streichen können. Ne? Von unserer imaginären Liste im Kopf. Johnny, gib Gas. 6210R, ne? Von Forbidden Mods ist der, glaube ich. Weil irgendjemand gefragt hatte. In den Kommentarbereich. Woher kommt denn der Johnny, der Grüne? Ne, es hat anders angefangen. Woher hast du den grünen Traktor? Ich sage, ich habe mehrere grüne Traktor. Ja, den, wie hat er geschrieben? Den mit dem Rundumlicht oben. Ich sag, die haben beide Rundumlicht oben. Ja, ich habe dann beide links geschrieben. Ich glaube, dieser jemand hat er den richtigen Traktor gefunden, den er da haben möchte. Wie sieht es eigentlich hier mit Diesel aus? Wunderbar. Kann eigentlich sofort los. Moment mal. Jo. Geht los. Wunderbar. So mag ich das, weißt du? Abladen, Vollgas, läuft. Wunderbar. Was wir uns tatsächlich noch umgucken müssten. Ich möchte. Wieder so eine Formulierung, ne? Ein Radlader vielleicht. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob da wirklich ein Radlader jetzt sein muss. Oder was anderes. Ich weiß es noch nicht. Weil wenn wir da jetzt, oder vielleicht können wir auch ein Förderband hinstellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ne? Wer die Wahl hat. Ne, wer die Qual hat, hat die Wahl. So ist richtig. Naja. Habe ich das. Ich habe das Pedal komplett verkauft, ne? Na, das wollte ich ja nicht. Ich wollte eigentlich nur diesen Rahmen da verkaufen, aber irgendwie wurde es dann das ganze Pendel. Naja. Kann ich ja wieder kaufen. Ist ja nicht gelöscht, sondern ich habe sie nur aus Versehen verkauft. Also. So wie ich aus Versehen den Spielstand vom Bioprojekt zerstoßen habe. Aus Versehen. Passiert einfach nebenbei. Wurde einfach Sachen zerstört. Okay. So, das heißt, das Feld wird hier noch weg. Ah, oh, das ist gut. Das ist gut. Ja, die Sache mit der Kalkmine, die müssen wir tatsächlich auf Montag verschieben. Schade eigentlich, hätte ich mich heute gefreut. Aber ich freue mich wirklich mega, dass wir diese Annaburger weg haben. Da freue ich mich. Das weiß ich genau. Da werde ich heute, bevor ich schlafen gehe, werde ich mir noch denken, sehr geil, endlich sind sie weg. Passt. Da werde ich mich heute im Bettchen nochmal drüber freuen. Aber ich glaube, das ist nicht... Also, das habe ich nämlich schon oft gedacht, ne? Ist es denn vielleicht... Wer da von euch Bock hat, kann das mal in die Kommentare schreiben. Ist natürlich nicht gezwungen, gar nichts. Also wer da Bock hat, kann das gerne machen. Ne? Aber ist es nicht so, dass man abends, wenn man ins Bett geht, dass man dann so ein bisschen den Tag Revue passieren lässt? Ist schon einig, ne? Du denkst dir schon, ja geil, da heute ist das und das passiert. War cool, hat Spaß gemacht, hat nicht so Spaß gemacht und so weiter und so fort. Man erinnert sich natürlich an die Sachen eher, die nicht funktioniert haben, weil das ärgert einen. Und da denkt man öfter drüber nach, als wie die Sachen, die richtig cool sind. Außer solche Sachen wie zum Beispiel, wenn du jetzt den Führerschein bestanden hast und du fährst mit deinem eigenen Auto rum, dann denkst du an den ganzen Tag nur an das und dir kann ein Zahn rausfliegen, ist komplett egal, du hast den Führerschein geschafft und das ist momentan wichtig. Also, man fokussiert einfach automatisch auf Sachen. Und so geht es mir auch, weil ich nehme ja relativ viel auf, fast täglich, sage ich mal. Und da denke ich mir auch jetzt, wenn ich jetzt schlafen gehe zum Beispiel, denke ich mir, okay, das waren... coole Aufnahme heute, hat Spaß gemacht, haben wir einiges erreicht. Natürlich nicht was ich mir vorgenommen habe, aber das bin ich schon, das kenne ich nicht anders, so muss man sagen. Und läuft, weißt du, weil einfach sind wieder neue Fahrzeuge da. Diese Idee mit dem mehr Kompost, mehr Geld und so weiter, die bleibt ja immer noch aufrecht. Also die ist ja nicht gestorben, man arbeitet ja auf solche Sachen hin. Und das finde ich eben das Coole dran. Am LS, dass es zwar ein bisschen dauert, aber wenn du sagst dir zum Beispiel, ich möchte das und das und das haben und darauf hinarbeitest, dann kommst du auch dahin. Zwar nicht in 2 Stunden, aber du wirst es schaffen, wenn du es durchziehst und nicht hier cheaten und so weiter anfangen, weil es ist kacke. Also cheaten ist wirklich etwas, kann jeder machen, wie er möchte, ganz klar, wirklich, ganz, ganz klar. Aber ihr nehmt euch selber den Spielspaß weg. Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Wenn jetzt jemand 50 Euro zum Beispiel für ein Spiel ausgibt, ne? Wo man jetzt zum Beispiel sagt, weil die Spielentwickler wissen ja, okay, wenn du einigermaßen drauf bist, sage ich jetzt mal, wenn du es einigermaßen das Spiel beherrschst, dann hast du das Spiel in nur zur Hausnummer 20 Stunden durchgespielt, ne? So, da kommt jetzt irgendjemand
mit. Kauft sich das Spiel um 50, 60, 70 Euro, ist egal. Und sucht sich irgendeinen Cheat, irgendeinen Hack raus, benutzt den und hat das Spiel durchgespielt. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Nur damit man irgendwie sagen kann, dass jemand die dicksten Klöten hat, oder ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Also gar nicht. Wirklich nicht. Das ist das Gleiche. Ich habe wieder mal jetzt ein Video von ModFarm angeguckt, wo ich eben gecheatetes Geld da habe. Ist klar, ist nur eine Vorstellung, weißt du? Ist kein fortlaufendes Spiel und so weiter, ist nur eine Vorstellung. Ja, da wird ein Kommentar geschrieben, du cheatest doch nur und bla und hier und das. Ich sage mir unterschrieben, sage ich, hey, das ist eine Vorstellung. Ich spiele jetzt nicht 3 Stunden, damit ich mir das Gerät kaufen kann. Ich möchte das vorstellen, dann lösche ich das Gerät wieder, weißt du? Es juckt mich nicht. Das haben auch ein paar nicht. Haben das nicht so gern gesehen. Aber gut. Egal, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Wir gucken uns nochmal ganz fix das Bild von Totti an, was er gemacht hat. Finde ich sehr, sehr hübsch. Dankeschön, Totti, an der Stelle noch einmal. Und ja, Montag geht's weiter. Nee, Quatsch. Morgen geht's weiter natürlich mit 3 Folgen Winsbach. Am Sonntag geht's weiter mit 3 Folgen Bioprojekt. Ist wieder, läuft wieder. Alles gut, alles beim Alten. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.